Einen wunderschönen guten Abend. So, ich warte noch mal und schaue, wer noch alles dazu kommt. Und feile meine Nägel vor. Ist noch gar keiner da. So. Hallo Brigitte, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich buffe hier noch meine Tipps an und warte, wer denn noch alles so eintrudelt. Wie geht's dir denn, Brigitte? Ist alles super bei dir? Geht's dir gut? Hallo Aurora, grüße dich. Schön, dass du da bist. So, ich warte noch ein paar Sekündchen und schau noch, wer so reinkommt. Nein, total erkältet, schreibt Brigitte. Oh weh, hat sich jetzt auch erwischt. Also gefühlt ging das tatsächlich einmal rundum und es ist keiner verschont blieben, entweder vor Weihnachten, währenddessen oder zwischen den Feiertagen oder jetzt danach. Also ich höre es von allen Ecken. Ich wünschte aber natürlich gute Besserung, dass du die Rüsselseuche bald weg hast. Aber die ist ziemlich hartnäckig zurzeit. Also so fiebrig war ich nur einen Tag. Aber mein rechtes Ohr, das ploppt die ganze Zeit auf und zu. Das ist immer noch nicht ganz in Ordnung. Aber ja, also gute Besserung. Schau, dass du da bald wieder auf die Füße kommst. So. Fieber hast du nicht, Brigitte, sehr gut. Das ist immerhin, weil da fühlt man sich schon so hundeelend. Das hat man als Erwachsener nicht mehr so oft, gell, Fieber. Und wenn man das dann hat, dann denkt man sich, also ich bemitleide mich dann immer sehr, wenn ich Fieber habe. Denke mir, oh Gott. Ich weiß nicht, sonst hat man das eher so als Kind, wo ist das, oder ich weiß nicht, bei mir ist es so in Erinnerung, als Kind, wenn ich gefiebert habe. Aber da hat man auch höher Fieber. Weiß ich jetzt nicht. Aurora, bist du am Nägel machen oder so? Oder Brigitte, du wahrscheinlich erkältet nicht? So, wie gesagt, ich buffer meine Tipps schon mal vor und warte, bis ein paar eingetrudelt sind. Das letzte Mal war es ja total doof, denn der Newsletter ist überhaupt nicht rausgegangen. Da gab es technische Probleme. Nini, siehst du mich? Nein, aber ich hab da sowas in meinem Nagelgefühl von Nagelverrückte zur Nagelverrückte. Wir haben doch alle so eine Verbindung. Ich muss meine auch wieder machen. Ich sag's euch, ich habe da einen Produkttest, also hier auf den Nägeln. Das habe ich mit Tipps und Acrylgel habe ich die angebracht. Also Full-Cover-Tipps oder Press-Ons oder nennt es, wie ihr wollt. Und Tipps, die ich gerade teste. Und ja, ich mag das immer gar nicht so, das Gefühl. Ich bin da pingelig. Die meisten haben da überhaupt gar keine Probleme damit. Aber ich mag diese Full-Cover-Tipps nicht. Ich habe einfach ein wahnsinnig flaches und breites Nagelbett. Und für mich gibt es immer Spannungsgefühle. Ich bin da einfach eine Mimose, gell? So, grüß dich, Vesela. Schön, dass du da bist. Räumst deinen Tisch auf. Ja, das ist auch Nagelalltag. Ich muss sagen, diese Zeit muss man echt oft investieren. Denn ihr wisst gar nicht, wie es, doch ich habe es ja auch einmal gezeigt, wie es nach meinen Lives ausschaut hier. Kaboom!
Also da kann es schon mal richtig ausarten. Damit ich am Wochenende in Ruhe meine Nägel machen kann, Aurora, das ist super. Ja, so frisch geordnet, ich lieb's. Und vor allem, wenn man so eine richtig gute Oberflächendesinfektion macht. Also da, ich liebe dieses Gefühl. Ich mag das auch. Oh, da muss ich euch was zeigen. So. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist eine Sprühdesinfektion. Flächendesinfektion, also zum Nagelfisch sauber machen. Und das ist mit Lemon Fresh. Also das hat so einen Limonengeruch, aber nicht so Chlorreiniger-Lemon-Geruch, sondern wirklich angenehm. Ich mag den total gern. Also falls ihr sowas mal benötigt, finde ich den ganz toll. Ich mag auch so Düfte. Also bei mir könnt ihr alles immer wieder Düfte haben. Und der ist richtig schön frisch und ach, herrlich. Bin ein bisschen spät, da schreibt Vasila. Das macht doch überhaupt nichts. Ich hoffe, ich. Ja, genau. Ich kann das auch ohne Lives-Chaos machen. Ja, das kenne ich. Am schlimmsten ist, wenn ich meine eigenen Nägel mache. Weil dann, oh ja, probieren wir das aus, holen wir das noch raus. Ach nee, doch nicht, tun wir das wieder runter, doch eine andere Farbe. Da kann das schon mal ja, schwierig werden. Habe meine Lieferung heute bekommen. Oh, Vasila, was hast du dir gegönnt? Viva Magenta hast du dir. Ich habe übrigens für cool, Lemon bestimmt frisch. Ja, genau, Aurora. Also das ist so richtig, ich mag das total gern, vor allem mit so einem Pumper, also dass ich das nicht extra auf ein Tuch aufdrücken muss. Das sprühe ich wirklich überall hin und das nimmt auch leichte Gelreste weg, die etwas. Ja, so fiesen Gelreste mache ich dann immer mit einer Zilette und Cleaner oder wenn ich was ausgehärtet habe, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit von anderen Materialien, die etwas schärfer sind. Aurora, oh ja, und Vesela, ah, du auch, wie du auch, die Düfte oder meinst du Aurora? Ich warte noch auf Viva Magenta, schreibt Aurora. Also da für alle, die das jetzt verpasst haben, weil das letzte Mal ging, wie gesagt, der Newsletter einfach nicht raus. Das war ein bisschen schade, aber ist Viva Magenta, schaut da noch mal rein, notfalls und holt das nach. Genau. So, ihr Lieben, ich habe heute ein ich meine, dich nicht entscheiden kannst. Ach ja, Vasela, ich kann mich da null entscheiden. Also es ist tatsächlich so, dass ich relativ selten was im Kopf habe und sage, das mache ich jetzt auf meine Nägel. Es ist meistens so, dass ich anfange, oh, ich mache jetzt meine Nägel, mache das runter, mache den Aufbau dann drauf und dann, ja, denke ich mir so, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Was für eine Farbe? So ungefähr habe ich ja so meine Lieblingsfarben, da bleibe ich schon dabei. Ich wechsle jetzt nicht von Blau zu Pink oder so ständig. Ich habe schon so meine Lieblingsgele, aber dieses letztendlich nicht entscheiden oder dann so frustriert sein, dass man sich denkt, nee, egal welche Farbe ich auftrage, das kann ich mich heute nicht identifizieren. Also trage ich es ab und es kommt ein Sticker oder so. Kommt auch. Kommt auch vor. So, das sieht man. ja, aber wie gesagt, die hier sollen jetzt dann, glaube ich, ab. Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, das ist toll, das mag ich jetzt 4 Wochen, nachdem ich hier einen Produkttest auch habe. Ich habe ja immer so lustige Dinger dran und der ist eh schäbig, weil mein viel zu breites Nagelbett, ja. Man sieht das hier, passt gar nicht drauf. Es ist einfach breit und flach, also sehr flach. Das ist sogar leicht gepinscht. Also ich habe einen Plattdaumen. Ja, manchmal habe ich auch nur ein paar Tage den Aufbau. Aurora, ja, da bin ich voll bei dir, da kenne ich. Wenn das einfach mit einem schönen Covergel gemacht ist, ist ja auch schön. Dann befeile ich das. Teilweise ohne Versiegeln bin ich auch schon ein paar Tage rumgerannt. Oder man macht eine Hand und die andere nicht. Auch ein Klassiker von uns Nagelmädels, gell? Auch ein Klassiker. So, weil ich mich nicht entscheiden kann. Sehr schön. Wir sind doch da gleich, gell? Vasela, Aurora, da, ihr versteht mich. Brigitte bestimmt auch, wenn sie wieder gesund ist. So, ihr Lieben.
Es geht heute um ein Sternzeichen. Um ein Sternzeichen. Und zwar der Steinbock. Okay? Also, der Steinbock, kennt ihr die Böcke? So, man sagt so von den Farben allgemein. Ja, bin einer, genau, Vesela. Also es ist so, dass die Steinböcke, sagt man vom Design her, dass es die eher schlicht mögen. Etwas klassischer, etwas ruhiger von den Farben. Vesela, kann ich jetzt bei dir nicht ganz so sagen, dass du das so super ruhig willst und schlicht und nicht hier ein Steinchen und dann Steinchen? Brigitte ist auch ein Steinbock, ein kranker Steinbock. Sehr schön. Ich habe sogar irgendwo eine Liste, wo ich es mir aufgeschrieben habe, wer denn hier gerne dabei ist und Steinbock ist. Ich habe es noch so im Kopf. Ich wollte jetzt aber auch nicht so rausplappern und was Falsches sagen. Und Vesela, Farbe Grün, genau. Das finde ich auch immer sehr speziell. Grün mag nicht jeder, aber Grün ist eine wahnsinnig tolle Farbe, mit der man ganz, ganz viel machen kann. Und ich habe heute auch ein grünes Design gewählt. Es ist relativ schlicht, es ist relativ einfach. Ich habe mich versucht, an schlicht, so schlicht wie möglich zu bleiben. Genau, Vesela, bling, bling geht immer. Ich glaube, so die Steinbock-Nagel-Mädels, die brauchen einfach ihr bling, bling. Aber ich finde Grüntöne ist tatsächlich sehr, sehr schön. Was sind denn eure Lieblingsfarben? Und zwar, ich meine zu allgemein. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Jetzt nicht nur im Nagelbereich, sondern allgemein. Ich finde, man hat immer so, Lieblingsfarbe ist ganz schwer. Man hat eine Lieblingsfarbe, wo man sagt, hey, die Farbe gefällt mir. Dann hat man Lieblingsfarbe, wenn man sich, wenn es um Möbel geht oder Inneneinrichtung, dann gibt es Lieblingsfarben auf den Nägeln, dann gibt es Lieblingsfarben auf den Kopf zum Beispiel und so weiter. Aber was sind denn eure Lieblingsfarben? Und auch wenn nur ein paar da sind, ich hätte gern, dass ihr meine Lieblingsfarbe mal erratet, was die denn wäre. Also jetzt abgesehen von den Nägeln, sondern einfach so, was jetzt so meine Lieblingsfarbe ist. Vesela schreibt Schwarz, Weiß und Silber. Auch klassisch, aber doch mit Eleganz und Stil, würde ich sagen, ist Schwarz-Weiß Silber. Aurora Rosa. Aurora, ja, dich hätte ich jetzt auch als rosa und sogar Richtung Pink auch in die Richtung. Ich sage nur Viva Magenta. Vesela rötlich. Bei mir. Brigitte mag, also Vesela hat geratet, dass Rot meine Lieblingsfarbe ist. Das denken ganz, ganz viele, weil ich so einen roten Kopf habe. Brigitte, blau Klamotten und Nägel. Das finde ich jetzt auch immer so vom Stil her, gell, dass man da so eine Richtung hat. Hallo Beate, grüß dich. Aurora, ja klar, pink. Genau. Nee, also ich kann nur so viel verraten, Vesela. Meine Lieblingsfarbe ist nicht rot. Nur auf meinen Haaren mag ich die tatsächlich sehr, sehr gerne. Und krieg sie auch irgendwie nicht los. Habe ich meinen Versuch gestartet, kann mich nicht identifizieren. Schwarz, Nini, Aurora, das war jahrelang meine Lieblingsfarbe, zumindest was Klamotten betrifft. Zum Glück bin ich da ein bisschen aufgeblüht, geblüht. Vesela Nude. Also auf den Nägeln sehr, sehr gerne. Aurora Grau. Ich mag Grau total gern zu Hause. Also Möbel. Da mag ich, mein Bett ist grau, der Boden ist grau. Ich habe auch in der Küche ein paar graue Akzente. Ich mag Grau tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich habe auch ein paar Vorhänge in Grautönen, Sofa, Teppich und so weiter. Brigitte Störungen, die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Ich nehme mal an, dass entweder gibt es jetzt hier Störungen oder du meinst, also da ist die Autokorrektur wieder angegangen. Ich habe auch Möbel grau und weiß, genau. Grau und weiß sind auch meine Möbel, mag ich total gern.
Sehr schön. Nein, nein, nein. Meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich. Soll ich es verraten oder soll ich noch euch ein bisschen raten lassen? Weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen. und die Kunst rosa. Ah, die Deko ist rosa. Jetzt hat es mal so zusammen. Die Deko ist rosa. Ja, Aurora. Also so rosa Akzente kann ich mir bei der richtig vorstellen. Und bei Roségold und so finde ich auch ganz toll. Ich finde auch goldene Akzente habe ich auch sehr, sehr gern zu Hause. Aber rosa, da hätte ich, glaube ich, ein Problem mit meinem Mann. Mit Gold habe ich so langsam schleichend angefangen, dass er das akzeptiert hat. Und dann irgendwann hat er sich, glaube ich, daran gewöhnt oder er hat einfach sich gedacht, da kommen wir eh nicht dagegen an. So, also meine Lieblingsfarbe, ich sag's jetzt, ist tatsächlich grün. Ich mag grün sehr, sehr gerne. Ich mag auch so Khaki-Grün und so total gern. Das ist so eine meiner Lieblingsfarben, aber einfach, weil ich sie gern sehe. Ich habe hier nichts in grün oder so. Weiß auch nicht. Ganz seltsam. Aber ich mag grün, aber ich wollte es nicht sagen. Hast du dir gedacht, grün? Ich mag grün wirklich. Ich finde auch grüne Nägel toll. Ich finde auch grüne Nägel toll, auch wenn es extravagant ist, aber ich mag es. Hatte selber aber, glaube ich, noch keine grünen Nägel. Wer weiß. Würden dann zu meinen Augen passen. Die sind auch grün. So, mit meinen paar Wimpern noch. Ich habe erst Ende nächster Woche habe ich einen Wimperntermin. Ich habe wirklich nicht mehr viele. Ich muss sie schon hochkämmen, dass das noch nach was aussieht. Aurora, habe deine Augen gesehen und habe sofort an grün gedacht. Vielen lieben Dank. Hätte ich auch drauf kommen können. Hast ja grüne Augen. Deswegen sehe ich grün gern. Genau, Vesela. Ich finde, das beruhigt so. Gibt schöne Grüntöne. So, apropos Grün, ich würde sagen, wir legen los. Die Farbe der Hoffnung. Ah, Beate, da gebe ich dir recht. Das ist doch auch was Schönes, oder? Beate, was ist deine Lieblingsfarbe? Du hast ja uns noch nicht verraten. Ich glaube, da kamst du gerade dazu. Vesela, ich habe auch grüne Augen. Sehr schön. Es sind relativ selten, gell? Also ich finde ja allgemein Augen toll. Egal was für eine Farbe. Augen sind einfach schön. Und grün ist sehr selten. Zumindest sagt man mir das immer, auch wenn ich echt viele kenne mit grünen Augen. Ich drehe mich mal um, ihr Lieben. Sonst verquatschen wir uns hier, obwohl es auch Spaß macht so. Und ich drehe euch um und dann gibt es schon das Design. Es ist relativ einfach, aber ich habe mich versucht, schlicht zu halten und die klassische Variante für den Steinbock reinzubringen. Rosé, rosa, blau und grün mag die Beate sehr schön. Also auch farbenfroh. Sehr schön. Ah, auch ein Grünliebhaber. Das ist doch auch toll. Einen Moment, es wird ruckelig. So. Huch. Wo seid ihr denn? Einmal hier. Ich glaube, das passt ganz gut, dass man es gut sieht. Ich habe euch natürlich, Nini24 ist natürlich immer gültig. Das hier ist mein Set für heute und das machen wir nach. Ich habe hier, ich hole mal nochmal das Licht etwas stärker ran, dass man es besser sieht. Auch wenn ich ab und zu an den Lampen hängen bleibe und es einen Gong gibt. So, ich habe auch in Grün noch goldene Pünktchen. Das ist auch immer schön, ja. Grün und Gold passt auch super zusammen. Ich habe mich jetzt hier für Silber entschieden, also um noch die kühle Jahreszeit etwas zu unterstreichen, auch wenn sie, glaube ich, so warm ist wie noch nie. Aber ich finde diesen Ton sehr, sehr schön. Das habe ich aus zwei verschiedenen Gelen gemacht, unter anderem ein Cat-Eye-Gel, das ich aber nur ein bisschen, ja, Cat-Eyen lasse. Ja, also nur ein bisschen mit dem Magnet bearbeite. So, es geht los. Ich mache das jetzt bloß. Hier habe ich auf einer kurzen Mandel gearbeitet. Ich finde das immer ganz interessant, weil es auf verschiedenen Formen auch verschieden wirkt. Hier habe ich, wie gesagt, eine kurze Mandel genommen von unseren Press-on-Nails. Das sind diese Formen. Und hier habe ich mal oval gewählt. Ist ja auch sehr, sehr klassisch. Mir fällt bloß gerade auf,
Noch krustiger könnte meine Nagelhaut nicht sein. Ich habe sehr, sehr starke Putzmittel benutzt. Ich hole mal mein Lieblingsnagelöl. Das darf jetzt nicht fehlen. Und wisst ihr was? Also ich habe ja, ich will ja jetzt hier nicht gemein sein, gell? Ich habe mitbekommen, es ist ja morgen nur in manchen Bundesländern hier Feiertag. Aber für alle, die auch morgen frei haben und schon sagen können, hoch die Hände, Wochenende. Ich habe vor, meinen Kleiderschrank hier alles auszuräumen. Ich habe euch ja das letzte Mal erzählt, ich will mir einen neuen bestellen. Er ist immer noch nicht lieferbar. Ich schaue jeden Tag rein. Ich ungeduldiger Mensch. Aber ich möchte schon mal vorher so viel raushauen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Habt ihr auch immer Klamotten bis zum Erbrechen, die man eigentlich gar nicht mehr anzieht? Ich habe da teilweise, ich rümpel zwar oft aus, aber ich habe da teilweise Klamotten, die habe ich schon 15, 20 Jahre und kann sie nicht hergeben. Das war natürlich jetzt wieder mein Nagelöl Black Opium, mein Lieblingsduft. So, ich schaue mal in eure Kommentare noch nebenzu. Schön, ich habe nicht frei, muss arbeiten, Beate. Tut mir leid. Wobei Arbeit kann ja auch schön sein, gell? Ich freue mich ja immer zu arbeiten. Ich auch, Beate. Aurora muss auch. Vesela, ja, Schrank voll. Ich grundiere diese Nägel jetzt erstmal und zwar mit dem Farbgel Classic Bottle Green. Das ist ja auch ein richtig kräftiges Grün. Mag ich auch sehr, sehr gern. Gerade wenn man hier mit goldenen Overlays oder so arbeitet, finde ich, schaut das Hammer aus. Also hier habe ich ja ein paar Goldakzente, aber Gold und das ist eine Kombi, da könnte ich mich auch reinlegen. Finde ich zauberhaft schön. Deswegen nehme ich mir hier was aus dem Tiegel und mache mir hier zwei dünne Schichten jeweils drauf auf jeden Tipp. Das ist jetzt auch sowas von unklug, dass ich hier, ich muss glaube ich Handschuhe anziehen, sonst mache ich hier alles ölig. Ist nicht ganz so vorteilhaft. Nee, nee, denkt wieder nicht mit. Aber dann kann das Nagelöl auch schön einwirken. Wenn ich jetzt direkt hier in die Handschuhe reingehe, das macht gar nichts. Brigitte, ich habe im Keller noch sechs Umzugskartons mit Größe 34, kann mich aber nicht trennen. Oh ja, ich habe auch, das muss man auch dazu sagen, nicht nur, dass ich dann viele Klamotten habe, ich habe auch ganz, ganz viele Klamotten von, da passe ich irgendwann mal wieder rein. Die werden immer älter, aber ich kann mich auch nicht mehr trennen. So die vor der Schwangerschaft. Klamotten, also meine Tochter wird jetzt 10, schwanger ist man ja auch noch, das heißt so 11 Jahre auf jeden Fall. Und da passe ich schon irgendwann mal wieder rein. Klamotten, die finde ich ja eh die besten. Die schauen immer top aus. Man schaut sie auch immer wieder an und ist dann doch frustriert, statt dass man sie einfach mal verkauft, hergibt, spendet, wie auch immer und sich bequeme Klamotten, bei denen man nicht das Knöpfchen aufmachen muss nach dem Essen, besorgt. Ja. Aurora, ich habe auch einiges seit Ewigkeiten, wo ich mich nicht verabschieden kann. Vesela, ihr auch. Brigitte, die habe ich auf dem Dachboden. Ja, das kennen wir alle, gell? Die Klamotten, da passen wir vielleicht irgendwann mal wieder rein, Klamotten. Und auch welche, komischerweise, die mir super gefallen, aber an mir nicht gefallen. Und von sowas sollte man sich ja auch trennen. Kennt ihr Marie Kondo? Mit dem Ausmisten, also die hat ja recht, aber in Klamotten tue ich mir da echt schwer. Und dann kommt bei mir der Schwab nur durch, gell? Man muss ja, man will ja sparen. So, mei, das hat echt mal Geld gekostet, das will ich jetzt nicht wegschmeißen. Das kommt ja auch noch dazu. Okay. Aber am besten finde ich es auch, wenn man sowas mit Freundinnen teilt, die dann einen ähnlichen Stil haben, die sich dann freuen und vielleicht reinpassen und alles, wo man weiß, hey, es kommt nicht irgendwo hin und ich sehe das noch an anderen. Also da freut es mich immer. Aber mein Stil ist auch so eigen. Das mag nicht jeder. Vasela, oder wenn man die Hose nur bis zum Knie bekommt. Oh ja, Vasela. Ich habe da auch so eine Kniehose. Herrlich. Ich habe auch noch, bei mir geht es auch mit Schuhen so. Ich bin da fast eine Ente geworden.
Ich habe relativ breite Füße und nach der Schwangerschaft sind die noch breiter geworden und ich nenne die Stehschuhe. Die sind schon lange nicht mehr bequem. Die waren davor nicht bequem, aber so unbequem, wie sie jetzt sind nach meiner Schwangerschaft, da kannst du nur stehen mit. Den ganzen Abend laufen ist da nicht. Habe ich auch ganz tolle Stehschuhe, die einfach hübsch sind. Oh, herrlich. Herrlich, wunderbar. Ich habe auch nur Sitzschuhe. Ja, genau. Sitzen wäre sogar noch bequemer. Ich gebe dir recht, Aurora. Das sind die Sitzschuhe. Herrlich. Schön, dass ich da nicht so allein bin. Wobei mein Mann tut sich auch schwer mit Ausmisten. Der mistet seltener aus als ich. Und wenn er mal so einen richtigen Rappler bekommt, ja, dann geht der ab wie Luzi, gell? Dann hat der so einen halben Kleiderschrank nur noch. Das schaffe ich dann nicht. Ich mache das immer so häppchenweise, dass der Schmerz nicht so tief ist. So, jetzt sind wir gleich bei dem letzten. Das ist noch relativ langweilig hier mit dem Fullcover. Aber ich rate euch, bei Cat Eye allgemein einfach eine Farbe drunter. Da könnt ihr natürlich bei jedem Cat Eye einen anderen Effekt rausholen. Wenn ihr das Ganze mit Schwarz grundiert oder Weiß oder so, dann schimmert das auch nochmal anders durch. Das muss auch nicht super ultra deckend sein, eure Schicht, die erste. Da ihr ja da noch mit einem Cat-Eye-Gel drüber geht. Genau. So. Vesela, ich lache mir die Tränen, wenn ihr wüsstet, wie viele ich habe. Oh weh. Oh weh. Vesela, ich möchte Bilder. Und die passenden Taschen dazu. Oh, Vesela, das haben ja ganz viele, gell? So ein Taschentick. Taschen tatsächlich bin ich gar nicht so extrem. Ich habe nur steinalte, die nicht mehr schön ausschauen. Von denen kann ich mich auch nicht trennen. Die haben schon so viele wilde Partynächte, früher, muss ich fast schon sagen, mitgemacht. Ich gehe schon längere Zeit nicht mehr so richtig weg. Aber von denen kann ich mich auch nicht trennen. Aber die haben so viel, da hängt einfach so viel Geschichte in diesen Partytaschen. Ach, herrlich. Herrliche Runde wieder hier. So. Früher habe ich High Heels gesammelt, jetzt Turnschuhe. Ja, irgendwann mal hört man da auch auf mit diesem Unbequemen, gell? Also ich finde es immer noch schön und ich finde Frauen schön, die das so tragen können. Finde ich gigantisch. Ich mache es auch nicht mehr so. Also so richtig High Heel ist bei mir auch nicht mehr. So, ich mache jetzt nur eine Schicht, denn die reicht mir an sich. Wobei, ich glaube, schöner wäre es sogar. Nee, ich mache jetzt noch eine zweite. Wir wollen es ja akkurat und sauber haben. Machen wir lieber eine zweite, das schimmert mir zu sehr durch. Und zwei dünne Schichten machen immer noch mehr her. Da kommt die Farbe dann einfach richtig zur Geltung. Also wenn ihr jetzt heute Bock auf Grün habt, dann würde ich sagen, macht's diese Farbe, oder? Das ist doch, ich finde die wirklich toll. Richtig toll. Die schaut auch im Matt gut aus. Sie schaut im Glänzig gut aus. So, die stelle ich schon mal rein. Die werden jetzt nach und nach gleich ausgehärtet, nicht mehr auf dem Display. So, und die ovale Form finde ich auch ganz schön. Ich habe mir schon überlegt, letztens, ob ich nicht auch ein New Style Oval mir mal mache. Das hatte ich selber noch nie an mir. Ich habe, wenn dann, eine Mandelkoffin oder Ballerina-Form. Ja, Stiletto komme ich jetzt nicht so mit klar. Ich finde sie toll. Auch eine russische Mandel finde ich sehr, sehr schön. Wobei ich ja gerne, also beim Modellieren an sich, egal ob ich mit Tipps oder Schablone arbeite, ich bin kein totaler Oldschool-Fan, aber auch kein totaler New-Style-Fan. Ich mache da tatsächlich einen Mix. Da gibt es so ein paar Kniffe und Tricks, die man beachten muss, dass die Statik dann trotzdem noch gegeben ist. Aber ja, das ist so meine Lieblingsform und die mache ich jetzt eigentlich sehr, sehr lange schon. So.
Ja, die Farbe ist echt toll. Ich lese auch gleich eure Kommentare noch weiter, dass ihr nicht so lange warten müsst bis zum nächsten Schritt. Oder habe ich ein bisschen viel Farbe drauf gegeben? So. Schwuppdiwupp. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr denn den Weihnachtskram schon rausgeschmissen oder lasst ihr das tatsächlich bis zum 6. drinne? Oder wie sieht das bei euch aus? Also ich habe schon rigoros alles rausgehauen. So, ich schaue mal in eure Kommentare. Grün ist eigentlich gar nicht meins, aber das ist echt schön, schreibt Aurora. Das ist wirklich, gell, das Bottle Green ist schon was Besonderes. Beate, ich bin auch, eher der Sneaker-Typ, noch ein Sneaker-Typ. Aurora, ich liebe Stiletto und russische Mandel. Genau, du machst ja selber meistens eine russische Mandel, gell? Also an deinen Händen. Brigitte, oder bin ich nicht allein? Zur besten Zeit hatte ich 250 Paar Schuhe. Wow, Brigitte. Habe ich immer gedacht, ich bekomme bei meiner Größe 35 jetzt keine mehr. Jetzt bin ich Ballerina-Typ. Ballerinas finde ich auch toll. Finden ja ganz viele schrecklich, aber Ballerinas finde ich auch ganz, ganz toll. Oder meinst du die Ballerina-Form hier? Oder bist du noch bei den Schuhen? Schuhgröße 35, da bin ich, das finde ich immer so schön, weil in Schuhgröße 35 schaut tatsächlich jeder Schuh schön aus, finde ich. Da sieht man dann immer den Schuh in 35 und dann hole ich ihn in meiner 38, 39 raus und denke mir, ach Gottchen, da ist er aber groß. Wir sind ja bekanntlich die meisten sehr klein. Genau, ah, auch Schuhe meinst du, Brigitte? Finde ich auch toll. Ich trage auch gern Ballerinas. Aurora, bist du mein Zwilling, hat Vasela geschrieben. Aurora, ja, Vasela. Vasela, nein, noch nicht. Hast noch nicht weggeräumt. Beate, am Montag alles weggeräumt. Aurora, nee, ich wollte vor ein paar Tagen den Baum abmachen, dann habe ich einen Anschiss bekommen von der Family, soll doch wenigstens bis zum 6. warten, bis, ja, das ist, ich tatsächlich, ich habe das weggemacht, und normalerweise machen wir das immer an Neujahr schon weg, den Baum, und das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Wir waren aber dieses Jahr mit dem Aufbau sehr spät dran, bei uns kommt ja nämlich immer Nikolaus, und dann habe ich auch ganz schön was zu Ohren bekommen. Warum ich den Guten abgemacht habe. Und ja, aber da war er halt schon in den Garten geschmissen. Da war er schon gelegen, nochmal rein und nochmal aufbauen war dann auch nicht. Brigitte, sobald ich wieder fit bin, machst du auch Rabatz. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall gute, gute Besserung. So. Ich zeige jetzt hier als nächstes Effekt Cat Eye Magnet Green. Ich nehme ja das Cat Eye Gel allgemein sehr, sehr gerne. Allerdings gar nicht mal so wegen diesem Cat Eye Effekt. Ich rühre das immer vorher um. Rate ich euch auch, auch wenn ihr mal einen Shellac oder so mit Cat Eye habt, schüttelt den besonders gut. Die Pigmente sind einfach etwas schwerer. Und die setzen sich gerne ab. Und dass ihr so viel wie möglich oben drauf habt, geht da wirklich schön mit einem Rosenholzstäbchen etc. durch. Und ja, rührt da kräftig um. Natürlich nicht Sahne schlagen, dass ihr nicht Bläschen ohne Ende habt. Wobei das jetzt hier von ND24 das Gel ganz, ganz cool ist. Da kann man die Bläschen auch einfach rausstechen mit einem Feinliner. So, ich gehe jetzt hier rein und trage das auf. Und zwar schaut das dann noch so richtig metallisch aus. Finde ich allein auch schon cool, weil das einfach ja vom Auftrag ganz, ganz cool ist und einen hübschen Effekt gibt. Ohne dass ihr jetzt etwas macht, wäre das schon wieder eine besondere Farbe, ohne dass ihr da mit Magnet rangeht oder so. Ich
setze mir das jetzt einfach auf jeden Tipp einmal an. Eine schöne Schicht von oben nach unten. So, bevor mir das aber sonst wohin läuft, glaube ich, härte ich die jetzt schon nacheinander aus. So, ich schnapp mir jetzt mein ganz normales Magnet und gehe allerdings mit dem nur etwas vorne dran, dass da die Farbe etwas grünlicher ist und oben ist es noch metallic. Das ist nicht extrem der Effekt, aber so finde ich das ganz schön, dass die Spitze einfach noch etwas, ja, mehr das Grün raussticht. Ich gehe wirklich nur von vorne sanft dran, nicht zu nah, dass es nicht bis hinten euch die magnetischen Teile hochzieht. Und wenn ihr das ganz frisch aufgetragen habt, seht ihr das, glaube ich, in der Kamera noch etwas besser. Wer ist denn hier von euch Cat-Eye-Fan oder wendet es oft an? Ich meine, Beate ist so ein kleiner Cat-Eye-Fan, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Korrigier mich da. Also wie gesagt, ich mag die Gele sehr, sehr gern, bin aber jetzt von dem Effekt an sich, ja, ich mache eh immer so viel Bling-Bling drauf da. Würde das dann untergehen? Ich versuche es jetzt hier nochmal ein bisschen näher zu zeigen. Ich gehe mit dem Magnet vorne ran und dann wird das hier etwas mehr grün. Das soll dieser Effekt sein. Also das sieht man jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen in der Kamera. Genau, und dann wird das Ganze ausgehärtet. Auch wieder ganz normal 60 Sekunden bei mir, weil ich sie in einer LED-Lampe habe. Falls ihr eine reine UV-Lampe habt, dann macht das 120 Sekunden. Arbeitet von euch jemand noch mit UV-Lampen? Gefühlt hat jeder nur noch LED-Lampen. Lasst mich das mal wissen. Angefangen haben wir wahrscheinlich auch alle mit Röhren. UV-Lampen. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. So, auch hier gehe ich nur vorsichtig vorne an die Spitze, dass ich nur vorne etwas mehr grünen Effekt habe. And the last one, der kleine. Das gleiche. So. Streicht auf jeden Fall, wenn ihr Metallic-Gele habt oder auch Cat-Eye, weil ihr auch so diesen Metallic-Effekt habt, streicht die mit einem weichen Pinsel drauf. Falls eurer nicht ganz so weich ist, weil da einfach festere Aufbaugele oder so drin hängen, dann gebt den vorher einfach in ein Base-Gel oder ein Versiegler-Gel. Lieber Versiegler ohne Schwitzschicht, mit Schwitzschicht nehmen, denn der härtet euch bei den LED-Lampen, die ihr so am Nageltisch habt, nicht so schnell aus und ihr könnt ihn mal kurz liegen lassen. Genau, aber da wird er dann einfach auch nochmal weicher und wenn ihr den einpinselt, euren Pinsel mit diesem Versiegler mit Schwitzschicht oder einem Base-Gel, dann reinigt das natürlich auch toll. So. Habe ich zu Hause aber noch nicht ausprobiert. Die Cat-Eye-Gele, Brigitte. Aurora mag auch gerne Cat-Eye. Beate schreibt, jupp, bloß hat es letzte Mal nicht geklappt. Okay, das kann ja auch mal passieren, gell? Vesela, ich glaube nicht, habe mein LED schon lange. LED erst seit 6 Monaten, Brigitte. Vesela, ich bin immer auf dem neuesten Stand. Ja, ich habe mir auch relativ schnell so eine LED geholt. Das ist einfach auch eine Zeitersparnis. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Also vom Aushärten habe ich da jetzt mit beiden natürlich. Das ist ja auch ähnliches Licht. Das ist wunderbar. Aber ja,
Die Zeitersparnis ist schon toll. Ich glaube, da sieht man es ganz gut so, dass das hinten noch ein bisschen silbrig ist, vorne mehr das Grün rauskommt. Da wollte ich einfach so ein bisschen einen, wie einen Farbverlauf haben, ohne großartigen Effekt. So, das mache ich mal wieder zu und stelle es beiseite. Ich versiegel mir das jetzt einmal mit dem Perfect Finish Clear, also mit einem Versiegler ohne Schwitzschicht. Den finde ich einfach am besten. Ihr wisst es, bin ich Fan von. Den versiegel ich jetzt einfach eine Schicht schon mal, weil ich da drauf etwas malen möchte. Und das geht leichter. Entweder nehmt ihr euch die Schwitzschicht runter oder ihr versiegelt euch das einmal. So, ich habe hier wieder einen halb leeren, merke ich gerade. Mensch, Mensch, Mensch. Ah ja. Da habe ich meinen ausgehärteten. Ich habe heute mit diesen Zweien gearbeitet. Und da habe ich, in der Flasche ist fast nichts mehr drin. Und da ist ein ausgehärteter Pinsel hier in diesem drin. Der steckt aber normalerweise hier drin. Ja, also falls euch sowas mal passiert, mir ist es passiert. Ich habe den so hingestellt auf den Tisch, weil ich mit einem Feinliner hier reingegangen bin. Ja. Total doof, neben der Lampe stehen lassen. Der ist schön hart. Der macht nichts mehr. Aber ich nehme mir dann einfach vom nächsten oder von dem anderen den Pinsel, beziehungsweise benutze das natürlich auch noch, was in dem Fläschchen drinne ist. Ja, sowas natürlich nicht weg. Aber seid da schlauer als ich und macht solche Faxen bitte nicht. Das passiert euch jetzt, wenn ihr es nicht direkt vor der Lampe habt, eigentlich mit einem Versiegler, mit Schwitzschicht nicht so schnell, aber ja, meiner war da, als ich so voll am Nageldesignen war, dran gestanden und die schöne Tischleuchte hat da drauf geleuchtet und dann war es natürlich vorbei oder war es sogar das Ringlicht gerade an, ich weiß es gar nicht. So. Aurora, nur LED. Ja. Bin ich bei euch? Bin ich auf jeden Fall bei euch? So, also ich versiegel mir die einmal. Ich mache ja da so eine Art Schnörkel. Es ist jetzt nicht sehr, sehr filigran. Ich wollte das Ganze nicht zu extrem wirken lassen. Wobei ich würde sagen, ich glaube, letztes Jahr im Sommer wolltet ihr von mir das erste Mal ein Schnörkel live. Ich glaube, das darf ich jetzt echt nicht mehr lange verschieben. Sonst werdet ihr am Schluss noch sauer auf mich. Ich glaube, das sollten wir jetzt langsam mal unterbringen, oder? Was meint ihr? Vorher waren halt so Halloween und was weiß ich für Sachen. Die kann man immer nicht so verschieben, wenn ich da Sachen zeigen möchte. Aber Schnörklis sollten wir jetzt dann echt bald die nächsten Wochen mal rannehmen. Oder was meint ihr? Habt ihr noch ein anderes Thema, das euch jetzt wirklich so richtig interessieren könnte, was euch gefallen könnte und so weiter? Dann gebt mir da natürlich Bescheid. Oder irgendeine Technik. Oder habt ihr ein Design gesehen, wo ihr nicht wisst, ach, wie geht jetzt das? Und so weiter. Dann gebt da bitte Bescheid, Beate, unbedingt, Aurora, ja. Ihr steht ja auf Schnörkelis, gell? Sehr schön. Ich habe mir als nächstes übrigens hier mein Effekt Gel Extreme Glimmer Silber genommen. Das mag ich ja total gern. Das ist ein richtig cooles, das und das Goldene ist einfach klasse zum Zeichnen. Und ich nehme jetzt einen mittleren Pinsel, also nicht zu kurz, nicht zu lang. Er sollte aber trotzdem etwas flexibler sein. Und dadurch, dass dieses Gel eher wie so ein Painting-Gel ist, stoche ich da einmal drum rum und ich mache mir jetzt um die Nägel einen
Ach nee, bei dem ersten habe ich es ja gar nicht gemacht. Nö, mache ich gar nicht. Ich mache jetzt hier leichte Schnörklis und zwar setze ich meinen Pinsel. Normalerweise sollte man, wenn man Linien zeichnet, immer schauen, dass vorne kein Tröpfchen ist. In dem Fall ist es jetzt egal. Im Gegenteil, macht es sogar noch leichter. Ich mache vorne wie einen kleinen Punkt und drücke den Pinsel an und gehe dann mit dem Pinsel weiter nach oben und lasse es dünn auslaufen. Also ich mache mir praktisch so Streifen und das mache ich hier und da. Das ist schon mal an sich Schnörkel einfach erklärt. Also ich drücke hier an und bewege meine Hand ganz langsam nach oben und dass das hier so dünn ausläuft. Und das kann man natürlich hier mit dem, wenn man den Tropfen macht und das Ganze so in einem Bogen wegzieht, sieht das so aus. Oder ich mache relativ wenig Schwung und dann ist das ein ganz, ganz gerader kleiner Strich. Genau, aber ich deute mir das Ganze hier so ein bisschen an, dass es so, ja, nicht wirklich floral wird oder so, sondern wirklich nur so ein paar Akzente. Ich musste mich ja dran halten hier, gell? Nicht, dass ich hier den einen oder anderen Steinbock verärgere, wenn ich hier zu viel Bling-Bling mache. Ich versuche mich dann immer an die Beschreibungen zu halten, aber das ist nicht einfach. Ich habe ja dann schon ein bisschen überlegt, also da muss doch Strass drauf. Nein, da muss doch Strass drauf. Aber der Steinbock mag das angeblich nicht. Ich glaube, der hat mit euch noch nicht geredet. Also, ich habe mir das ganz, ganz einfach gemacht. Und breite Schnörklis zum Beispiel gemacht und ja, ganz simpel, überhaupt nicht filigran, denn da kommt noch eine zweite Schicht drauf. Das härte ich jetzt natürlich unter der Lampe aus. Und den zweiten könnte ich schon mal anfangen, einen Rahmen zu setzen, während das aushärtet. Und zwar, da könnt ihr jetzt entweder, wenn ihr euch schwer tut, also gerade an einer Hand, jetzt nicht an Tipps, würde ich euch raten, einen sehr langen Striper-Pinsel zu nehmen, einen sogenannten langen Schlepperpinsel. Da ist es um einiges einfacher als mit so einem kurzen. Da kommt ihr um einiges besser ran und dann wird die Linie gerade. Am Tipp arbeite ich auch gerne mit so halblangen Striper-Pinsel, da reicht mir das aus, da komme ich trotzdem gut hin. Ich lade mir nur immer wieder etwas Farbe auf und gehe dann hier an Rand entlang. Das ist aber nicht so einfach, wenn man direkt an der Hand arbeitet. Und wie gesagt, schnappt euch da einfach einen sehr, sehr langen Striper-Pinsel. Dann wird das auch ein sauberes Ergebnis, ohne dass ihr euch ärgern müsst oder ja, zum Schwitzen anfängt vor Anstrengung. So, ich habe mir jetzt hier einfach nur einen ganz einfachen silbernen Rahmen geschafft. Das finde ich immer mit dem Silber oder mit dem Gold ganz, ganz schön. Wäre für mich schon ein einfaches Design, wo ich so unterschreiben könnte. Und dann habe ich hier mein Spider Painting Gel White. Nicht verwirren lassen, auch wenn Spider Painting Gel heißt. Bei uns im Shop sind nicht diese Spider Gele zum Fäden ziehen, sondern eigentlich eher Painting Gele. Man kann schon, also ich zeige es euch jetzt hier mal am Tipp. Ihr könnt schon leichte Linien machen. Dadurch, dass das etwas dicker ist, setzt ihr euch den Pinsel an und könnt den so direkt drüber ziehen. Oder wenn ihr den, ich kann das jetzt nicht so hinheben, wenn ihr den Fingernagel habt, dann könnt ihr den da so nah ranhalten und das drüber ziehen. Ja, da, oh, das war jetzt zu viel. Moment. So, einfach hochziehen und rüberziehen. Jetzt habe ich mich auch noch angemalt. Das geht jetzt vor der Kamera schwierig. Dafür muss ich es gerade halten. Ich probiere es mal von der anderen. Ich hoffe, ich schreie euch jetzt nicht ins Ohr, weil ich direkt am Handy mit meinem Köpfchen bin. So, also ihr geht hier rein in den Tiegel, zieht das praktisch hoch und dann legt ihr den Faden hier drüber. Also so ein Hauch geht das schon, weil es dicker ist, das Gel. Aber es ist eher zum Zeichnen gedacht. Also das ist schon ein sehr deckendes Gel. Und auch von der Viskosität kann ich da gut mein
Nailart-Pinsel da schön tränken, dass das gleichmäßig auf dem Pinsel ist und keine Tröpfchen oder so vorne dran hat. Seht ihr das? Also der ist relativ gleichmäßig getränkt. Das geht mit dem ganz gut. Also das, was ich jetzt auf diesem Tipp mache, mache ich normalerweise auf der Mischpalette und nicht auf dem Tipp. Oder auf meinem Handschuh mache ich das auch sehr gerne und zeichne dann an. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, das könnt ihr natürlich ignorieren. So, den machen wir jetzt mal wieder sauber hier. Also, ich wollte euch aber was anderes zeigen damit. Also, wie gesagt, es ist eher ein Painting-Gel. Ich schau mal. Ich bin für Bling Bling trotz Steinbock, schreibt Brigitte. Ja, bin ich voll bei dir. Sehr schön. Lena, hallo, wenn ich jetzt was bestelle, ist es morgen da? Also Lena, das ist schon sehr knapp. Ende 24 ist super, super schnell. Aber eher, wenn du am Vormittag bestellst, dann kann es relativ schnell kommen. Und dadurch, dass Feiertag auch noch hier und da ist und auch dort, wo Ende 24 sitzt, ist morgen Feiertag. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so klappt. Aber es geht sehr, sehr schnell, Lena. Ende 24 hat da den Ruf weg, dass es wirklich super zügig kommt. Darfst du uns auch gerne verraten, auf was hast du denn Lust? Genau, Beate schreibt noch, 2 Tage dauert es ungefähr. Was ist denn bei dir so deine Favoriten oder was möchtest du dir denn gönnen? Wenn du uns das verraten möchtest, dann schreib das gerne in die Kommentare. Aurora, guten Abend, liebe Lena. Das glaube ich nicht, dass es klappt. Ja, außer wir fangen an mit Brieftauben oder so. Fände ich schön. Bin ich voll bei dir, Lena? Ich mag es auch immer sehr, sehr schnell gerne. Also ich nehme jetzt nur einen Hauch Farbgel, das war jetzt fast zu viel. Und gehe mir auf das Silber an der Spitze dran, drücke wieder meinen Pinsel und fahre nach hinten, hebe ich ihn an, dass er dünn ausläuft. Hier vorne mache ich das hier etwas dicker, dass man wirklich nicht mehr ganz so viel sieht vom Silber und das etwas erhaben ist. Das finde ich immer ganz schön, wenn so Nail Art oder diese gemalten, wenn die etwas ja abstehen. Wisst ihr, was ich meine? Fällt jetzt gerade die richtige Bezeichnung nicht ein. So, hier drücke ich wieder, hebe den Pinsel an. Und worauf ich auch jetzt dann Lust habe, wenn wir schon vorhin mit Live-Themen kurz angefangen haben, ich hätte ja so Bock mal wieder auf One Stroke. Und zwar auch so ein bisschen andere Technik, da gibt es ja mehrere. Aber One Stroke hatte ich auch schon lange nicht mehr in meinem Live. Und das hätte ich gern auch wieder aufgegriffen. Ich habe ja nur mal so ganz larifari, was man mit den One-Stroke-Farben alles so machen kann, hatte ich schon mal in live. Meine ich, ist schon länger her. Aber das war eher so allgemein, was man eben so machen kann, wo man es auch noch zweckentfremden kann. Genau, aber da hätte ich mir vielleicht mal so eine bisschen spezifischer noch was ausdenken wollen für euch. So, hier mache ich einfach ein paar Streifen. Die dürfen jetzt auch etwas dicker sein. Ach nee, ich klebe zuerst an. Ich glaube, so ist es leicht erklärt. Hier sind ja auch immer wieder mal Anfänger mit drin. Und für Anfänger ist es, glaube ich, einfacher, wenn wir zuerst einen Stripe kleben. Ich habe hier nämlich in der Mitte von meinen Showtips einen silbernen Streifen geklebt. Und dann bin ich erst mit dem Silber rangegangen. Ich meine, das ist die einfachere Variante, falls ihr nämlich hier mit den Streifen ja so gar nicht so klarkommt, dann reicht euch dieser silberne Streifen. Ihr könnt auch immer noch mit dem Silbernen das Ganze etwas kaschieren, wie ihr möchtet. Aber ich nehme mir hier meine Stripes. Manche lieben sie, manche hassen sie. Ich gucke da bloß jetzt von nah an, deswegen hole ich das aus der Kamera, wo denn da der Anfang und das Ende ist. Ich habe natürlich da auch so einen Spender dafür da und natürlich habe ich ihn nicht eingelegt. So,
Wo ist es? Ich meine hier. Das mache ich gleich mit einer Pinzette. Also ich habe bei Live bestellt und am 5. heute da. Ja, ab und zu dauert es auch länger. Wobei das ist, mein letztes Live war, ist 2 Tage her, gell? Am Dienstag hatte ich mein Live und das war abends. Ja, das ist trotzdem recht fix, gell? So, ich muss es hier den Anfang suchen. Da gehe ich mit einer Pinzette drüber. Das habe ich ja wieder grandios gemacht. Ich glaube, da ist er. Da ist er, oder? Komm jetzt her. Mensch, Nini. Ah, ja, so eine Fummelarbeit. Ich hole das mir mal hier vor der Linse. Ich sehe das gar nicht so weit weg. Ob ich da wirklich das Ende habe oder ob ich mir jetzt da einfach. Ah, nein, das ist schon das Ende. Ich habe es geschafft, Mädels. So, Beate, bei mir auch, Vesela. Aurora, oh ja, ohne Stroke. Ich nehme mal an, One Stroke meinst du? Die Autokorrektur. So, mit den Stripes. Manche lieben sie, manche hassen sie. Ich werde auf jeden Fall das Ganze mal hier zeigen, wie ich sie anbringe, so dass sie auch da bleiben. Ich nehme mir da erstmal eine Pinzette und ihr könntet das jetzt direkt hier drauf lassen und drauflegen. Ich schneide mir aber gerne etwas ab, pack das hier auf die Seite und lege es mir auf den Tipp drauf. Damit kann ich hier noch mal ein bisschen besser justieren, wo ich es hin möchte, ob ich es weiter oben möchte, quer drüber. Dann lege ich mir das in der Mitte ab. So, wenn ihr das nur so fein drauflegt, ohne Druck, könntet ihr das Ganze auch noch bewegen. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr das natürlich komplett parallel zu euren Seitenwänden machen möchtet. Und dann gehe ich mir gerne mit der Rückseite von meiner Pinzette drauf und drückt es einmal in der Mitte fest und dann von oben nach unten. Achtet dabei darauf, dass das nicht extrem mit Druck ist. Vor allem, wenn ihr mit festeren Gegenständen wie Metall drüber geht und das komplett feste andrückt, dann kann es sein, denkt da an Geschenkpapier. Da geht man doch mit der Schere so ran und zieht das so ab, dass es wellig wird. Das könnte euch bei dem hier auch passieren und das wollen wir natürlich nicht, weil es soll ja richtig schön flach anliegen. Jetzt nehme ich mir meine Schere. Also ihr dürft da drauf drücken, ja, aber entweder macht ihr das mit dem Finger dann so, also am besten mit Handschuh, dass ihr da irgendwie kein Fett dran bekommt. Genau. Und dann nehme ich mir hier meine Schere und gehe hier so etwas schräg rein. Zack. Oder ihr könnt das auch abfeilen. Die Technik kann ich jetzt auch zeigen. Ich schneide sehr gerne, weil es mir das Ganze halt einfach nicht irgendwo hinrupft. Dafür nehme ich eine feinere Feile. So, die feinere Seite. Leg sie mir hier an der Kante an. Und gehe da wirklich sehr, sehr sorgfältig. Ich drücke das noch einmal an. Mit leichten Bewegungen dran. Ohne viel Druck, sonst ziehe ich mir den kompletten Stripe weg. Und da muss ich aber gucken, dass hier doch ein bisschen Abstand ist. Also hier sollte, dass man das Ganze schön versiegeln kann. Also da könnte ich jetzt mit der Feile noch mal ein bisschen drüber gehen. Wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn ich das Ganze auch noch so abschnippel. Ja, so sollte es gehen. Genau, hier mit dem silbernen Rand macht es eh nichts. Da ist es sowieso kaschiert. Aber schaut da bitte, dass da einfach so ein Müh noch Platz ist, dass ihr versiegeln könnt. Ja, und dann hält er euch auch. Das ist wie bei Stickern, einmal bis zweimal, je nachdem, wie viel ihr dran macht, versiegeln und dann habt ihr da Ruhe. Ja, wichtig ist natürlich auch beim Versiegler, gerade wenn ihr die Stripes von oben nach unten setzt, dass ihr dann schön das freie Nagelende versiegelt, also da richtig rangeht und dann hält es euch auch. Nach dem ersten Mal versiegeln könntet ihr da auch mit einer Feile nochmal, falls euch da irgendwas absteht, auch nochmal drüber gehen. Da hält er dann bombenfest. Aber das ist das Wichtige bei diesen Stripes. Ich finde die sehr, sehr schön und die kommen viel zu selten in Designs rein, weil man sich da immer nicht so rantraut. So, das härte ich jetzt noch einmal aus und den ersten hier,
Den könnte ich jetzt entweder abcleanen. Also ich habe da bei diesen Farbgelen, ich kann jetzt nicht für jede Firma sprechen oder so, aber bei diesen Farbgelen habe ich jetzt kein Problem damit, wenn das so erhaben ist, wenn ich da mal nicht mit dem Versiegler drüber gehe, dass das mir abplatzt oder gar die Farbe verändert. Ich gehe jetzt hier allerdings nochmal drüber, denn ich möchte euch zeigen, wenn ihr Nail Art habt, die etwas absteht und ihr versiegelt da kräftig drüber, dann macht es euch euer Design auch wieder flach. Finde ich immer gar nicht so schön, beziehungsweise ist schon schön, aber es nimmt euch den Effekt. Geht da einfach nochmal mit dem Pinsel in den Zwischenräumen und tragt da etwas Versiegler ab. Wartet natürlich 1 bis 2 Sekunden, bis der Versiegler sich schön wieder glatt streift. Aber dann habt ihr trotzdem schön diese erhabenen Stellen und nicht so viel Versiegler in den Zwischenräumen von eurer Nail Art. Es schaut nochmal schöner aus, wenn dieser Effekt bleibt. So, das Ganze härte ich natürlich aus. Und hier an meinen zweiten Tipp gehe ich einfach nochmal mit meinem Striper dran und setze mir rechts und links eine Linie. Wenn ihr euch das schwer tut, umso länger euer Striper-Pinsel ist, also wenn ich zittrige Tage habe, dann mache ich das auch gern. Oder überhaupt, wenn ich am Modell arbeite und da ziehe ich mir dann einfach die Linie rechts und links mit einem langen Striper runter. Und hier möchte ich aber auch dieses Weiß noch mit einbringen. Das habe ich jetzt hier ganz einfach und simpel. Ich mache einen kleinen Tropfen hier, drücke meinen Pinsel an und ziehe ihn dann sanft nach oben. Ich habe hier ein bisschen. Ich muss meinen Pinsel mal sauber machen. Der ist so vollgetränkt noch. Ziehe den einfach hier an einer Zillette noch ab. So. Jo. Also ich mache mein Tröpfchen hier vorne, drücke es an und ziehe es hoch. Andrücken und hochziehen. Also nur so einen kleineren weißen Touch wollte ich damit einbringen. Das habe ich immer gern, dass sich die Farben in den Tipps widerspiegeln bei einem Design. So, und der dritte Tipp. Den fertigen packe ich schon mal hier oben hin. So, und den dritten Tipp, da machen wir auch wieder so weiter. So, nachdem jetzt hier im Chat auch so Steinböcke da sind, erzählt mir mal eure Eigenschaften. Denn da bin ich jetzt gar nicht up to date. Was sind denn die typischen Steinbock-Eigenschaften? Die wüsste ich gerne. Hier fange ich wieder an. Ich drücke mir vorne ein Bällchen an, also so ein Tropfen. Drücke nochmal den Pinsel an und umso weiter ich runterkomme, umso mehr hebe ich ihn ab und lasse ihn auslaufen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu filigran geworden, denn ich möchte da noch Weiß draufsetzen. Ich drücke ihn nochmal an und lasse ihn nochmal so runterfloppen. Ja, ich glaube, das sieht man ganz gut. Das ist schon eine Art Schnörkeltechnik, die ich hier zeige, aber ich glaube, das Thema müssen wir nochmal so richtig mit größeren Schnörkelsachen zeigen. Andrücken, leicht im Bogen und abziehen. Dann bekommt ihr das easy peasy hin. Und hier mache ich noch einen dritten, andrücken. So, einen kleinen. Auch hier unten in der Mitte drücke ich mir das an. Das Schöne ist an diesem silbernen Gel, dass das wirklich toll dort bleibt, wo ihr das hinsetzt. Also ihr müsst da jetzt nicht schnell unter die Lampe oder gar zwischenhärten oder so. Das müsst ihr da nicht. Hier möchte ich jetzt noch ein bisschen geschwungeneren. Deswegen setze ich mir das oben an und gehe hier so runter, ja.
Also das mache ich jetzt wieder etwas breiter, dass da noch weiß drauf passt. Und ab unter die Lampe. So, beim nächsten fehlt noch eine silberne Umrandung, die ich natürlich jetzt wieder anfange. Brigitte, Zuverlässigkeit, das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft, wenn man zuverlässig ist. Das mag ich sehr. Also ich habe in meiner Familie bei näheren Verwandten auch einen Steinbock und der ist auch super zuverlässig. Also da muss ich sagen, wenn der sagt, da und da, das mach mal, dann ist das so. Und wenig, da hat er den meisten Schmerz damit. So. Also hier mache ich mir auch wieder meinen leichten Rand. Den könnt ihr so filigran oder breit machen, wie ihr möchtet. Manche wollen den Rand etwas breiter, dass der mehr auffällt. Das ist natürlich Geschmackssache und ich finde auch, es ist einfacher, so einen Rand zu malen an Tipps als an der Hand selber. Wobei mit diesen Gelen geht's. Es ist schwieriger, wenn ihr mit Weiß oder Schwarz einen Rand macht. Ich finde, das sind die undankbarsten Farben. Auch wenn ihr oben Richtung Nagelhaut ein Fullcover in Weiß oder Schwarz macht. Also ich fange da schon manchmal zum Schwitzen an, weil ich mir denke, boah, ich unterschätze diese Farben gerne. So, dann setze ich mir hier noch ein bisschen Weiß drüber, aber mit dem gleichen, dass ich am Anfang etwas aufdrücke und dann das Ganze dünner auslaufen lasse. So, zack, zack, auch hier wieder einen Punkt ansetzen und rüberziehen. Ich finde Silber und Weiß, das kann man auf jeden Fall auch als Nailart gut kombinieren. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Da mache ich noch ein bisschen. So. Und rein damit. So. Aber wenn wir gerade bei Eigenschaften sind, was sind denn eure eigenen so Eigenschaften an euch selber, die ihr nicht mögt? Sollen wir hier mal ein bisschen ernster reden? Fällt euch da eine ein? Also mir fällt sofort eine ein. Und da könnte ich mich manchmal selber so drüber ärgern. Das ist meine Ungeduld. Ungeduld ist immer so eine Sache, wo ich mir selber manchmal denke, meine Güte. Manchmal ist es halt so, dass es nicht sofort klappt. Deswegen muss man doch nicht hier gleich entweder schlechte Laune bekommen, je nachdem, was es ist, oder einfach, ja, das Ganze mitschleppen. So, hier mache ich dann auch wieder das Gleiche wie auf dem zweiten Nagel. Ich setze mir den Stripe erstmal sanft an, wobei justieren müsste ich ihn jetzt nicht mehr. Ich packe den wirklich hier drauf, nehme mir die Schere, die gerade an meinem Magnet hängen bleibt. Und ich gehe mit der Schere, also ich gehe da tatsächlich bei den Stripes so unten rein. Nicht so, sonst habe ich da eine Kante, die drüber steht, sondern eigentlich parallel zum Nagel und ziehe mir das so ab, dass ich da, oh, da bin ich zu weit unten ran. Kann man aber nochmal hin. Und, das ist so schwierig unter der Kamera, das so hinzuhalten. Da wackel ich. So, ich muss es andersrum halten. Okay, könnte ich wieder über mich selber lachen, wie ich da so rumzitter. Den nehme ich mir noch ab. Jetzt auch nicht hin. Nicht hin. Weg mit dir. So. Ah, hier müssen wir auch noch ein Stückchen abmachen, nehme ich an. So, und da drücke ich mir das mit dem Silikonpferdefüßchen noch an. Hier nehme ich aber auch noch ein bisschen weg. Das zeige ich jetzt mit der Feile nochmal. Hier würde ich jetzt, wenn das Stückchen ist, nicht von oben nach unten, sondern am freien Nagelende würde ich das so machen, dass ich das hier nicht so, sondern von oben nach unten das Ganze feile.
Ist jetzt in dem Fall, muss man halt aufpassen, dass das Silber hier am Rand nicht weggeht. Da kann ich aber nochmal drüber gehen. Dann drücke ich mir das nochmal feste an. Versiegel mir das sofort, dass das nicht abgeht. Vor allem schön hier am Rand. Das ist wichtig. So. Zack, zack, zack. Da gehe ich auch nochmal richtig ran. Und ab unter die Lampe. Wunderbar. Hallo Jessie, bist du die Jessie, die ich meine? Grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen in meinem Live-Sternzeichen-Design. Yes, schreibt die Jessie. Geht's dir denn gut? Ich hoffe doch. Ach ja, ein frohes Neues. Ich glaube, weiß ich gar nicht. Habe ich dir das schon gewünscht, ein frohes Neues? Ich weiß es gar nicht. So, ich hätte jetzt hier an dem letzten Nagel auch noch mal einen Rand gemacht. So. Also ich liebe dieses Silber als Nail Art. Wunderbar. Mensch, ich bin ja gespannt, ob der Newsletter heute rausgegangen ist. Ich finde es relativ ruhig für Donnerstagabend. Oder es gehen diejenigen feiern, die jetzt einen Feiertag haben. Das kann natürlich auch sein. Aber schön, Jessie, dass du es mal geschafft hast hier. Ja klar, dir und dem ganzen Team auch ein frohes Neues. Vielen lieben Dank. Ich habe heute erst an dich gedacht und du bekommst demnächst eine Nachricht von mir. Hehe. So, die Jessie und ich, wir haben uns über Nageldesign uns kennengelernt und nicht aus den Augen verloren. Das finde ich immer toll. So, hier umrande ich mir jetzt nochmal den Striper von oben bis, den Stripe von oben bis unten mit dem Striper so rum und mache dann an der Seite aber auch noch eine Korrektur. Da bin ich ja mit der Feile rangegangen und schon ist das schon wieder kaschiert. Dann nehme ich mir meinen anderen kleinen, kürzeren Feinliner und mache mir hier auch wieder nur so ein paar kleine Tröpfchen andrücken, zack, wegziehen, dass die Tröpfchen auslaufen. Super simple, nette kleine Nailart. Da fehlt noch das Tröpfchen. So. Und ab unter die Lampe. So. Aurora, nein, es ist kein Newsletter gekommen. Vielen lieben Dank, Aurora, fürs Nachgucken. Ich habe mir schon gedacht, weil 7 Zuschauer, ich meine, ich sehe das nicht, wer auf YouTube jetzt gerade zuschaut, aber 7, da hatten wir schon 60 mehr. Aber es ist schön, wenn meine Mädels da sind. Da sind ja doch noch ein paar treue Kollegen, die da immer kommen. Egal, ob es ein Newsletter gibt oder nicht. Das finde ich ja wunderbar. Und es ist ja heute auch ein einfaches Design. Nicht viel. Nächste Woche habe ich Dienstagvormittag um 11 Uhr wieder ein Live. Da lade ich euch schon mal ein, falls ihr da Zeit habt dazu. Und da geht es um das Thema Pigmente. Es wird bei uns immer wieder mal werden Fragen gestellt. Also mir haben auch schon gerade in letzter Zeit komischerweise wieder wahnsinnig viele, wobei es ist natürlich die dunkle Jahreszeit, ist immer gerne so Pigmentzeit. Also auch gerade Chrompigment ist ja da immer gern genommen. Und da haben dann doch wieder die ein oder anderen eine Frage zu den Chrom, beziehungsweise haben Probleme, weil es ihnen immer wieder abplatzt. Also rund ums Thema Pigmente geht es bei mir am Dienstag. Da werde ich euch meine Lieblingsanwendungsgebiete von Pigmenten zeigen und worauf ihr achten müsst. Also da seid ihr herzlich eingeladen. Für alle diejenigen, die das nicht schaffen,
vormittags um 11 Uhr zu kommen ins Live. Ihr könnt es natürlich in der Mediathek. Huch, entschuldigt bitte. Da piekse ich euch gleich mit der schönen Pinzette. Ja, für alle, die da es nicht schaffen, die können das natürlich in der Mediathek noch nachgucken. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Auch die ganzen anderen Lives, die vergangen sind, könnt ihr danach stöbern. So, ich schaue mal in eure Kommentare. Jessie schreibt noch, Jessica schreibt, unser Silvester war sehr ruhig bis 22:30 Uhr. So, jetzt nochmal Hallo, Aurora. Hab mir die ganzen Termine aufgeschrieben, Vasela, sehr gut vorbereitet. Brigitte, Kalendereintrag im Handy. Och, ich wackel hier. Entschuldigt bitte, ich habe hier gerade mein Stuhl rangezogen. Beate, und ich bin fast täglich auf der Seite, könnte ja was verpassen. Ach Gott, du süße Maus. Du süße Maus. Genau, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr auf den Live-Button geht. So, ich kann euch das auch gerne zeigen. Ich ziehe mal meinen Handschuh aus, sonst kann ich mein Handy nicht entsperren. So. Und zwar, uno momento, da schaue ich gleich mal. So, es lädt noch, es lädt noch, da winkt die Nini. Aber wenn ich auf dem Live-Button drücke, dann kommt das jetzige Live, das wird wieder ulkig. So, weil ihr euch das seht, ich mache es mal schnell aus. Sonst, das hatten wir schon mal. Aber hier sehen wir natürlich auch die Lives, die vergangen sind oder kommen. Und da könnt ihr eben auch gucken. Tanjas Glücksschweinchen-Design, Silvester-Design und so weiter. Ja. Also da könnt ihr natürlich auch stöbern, weil Einkaufswagen-Chip, den kann man natürlich immer brauchen. Also da könnt ihr gucken. Also es gibt natürlich jetzt gerade noch viel Weihnachtliches, aber ihr könnt da runterscrollen, mehr laden. Also gibt's wirklich einen Haufen. Und auch wenn hier jetzt noch alles weihnachtlich ist, gibt es natürlich auch andere Designs, die ihr nachstöbern könnt. Ja? Sehr schön. So, dann. Auf den letzten mache ich natürlich auch wieder mit Silber die Umrandung von dem Silberstreifen. So, in den Kommentaren. Ihr habt immer mega tolle Sachen und wunderschöne Designs. Dankeschön. Das freut mich. Ja, das ist also wirklich, ich finde, man findet auch immer was im Shop. Einfach immer. Das ist gemein, aber es ist so. Da mache ich gleich auch noch die weißen hin. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Aber das Körbchen kann man immer befüllen. Das ist wirklich egal ob als Hobby-Nageldesignerin oder im Studio. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Hobby-Nageldesignerinnen sind die schlimmeren. Die wollen nämlich alles ausprobieren. Die im Studio sind da schon so, ach ja, vielleicht doch lieber bloß das. Das ist vielleicht nicht so gefragt. Also wir sind da meistens so, die Hobby-Designer sind da meistens auch ein bisschen mutiger, als die ihr täglich Brot damit verdienen. Mensch, also dieser Nagel, mein Produkttestnagel. Ah. So. Ja, das stimmt, schreibt die Jessie. Vesela oder so, wie ich habe alles aus dem Shop. Genau, Vesela, du hast eh ein Nagelparadies. Du könntest einen eigenen Shop eröffnen mit deinen Sachen, die du hast, wahrscheinlich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also mit Nini24, wisst ihr ja, könnt ihr 24% im Shop sparen. Und hier ist schon mein fertiges Design, der letzte kommt ja auch noch.
Das ist super simpel. Meine Interpretation von Steinbock. Der Steinbock mag sehr gerne grün, sehr schlicht und wenig bling-bling und so. Maximal Cat-Eye und ein bisschen Glimmergele. Also ich habe mich wirklich daran gehalten. Und ich hoffe, trotz schlichten Design gefällt es euch. Jessie, meine ganze Kommode ist brechenvoll, aber Platz findet man irgendwo. Das stimmt. Also da würde ich, glaube ich, vorhin kann man aus Thema Klamotten ausmisten. Vorher schmeiße ich wirklich meine, da passe ich irgendwann mal wieder rein Klamotten raus, bevor ich Nagelzeug Platz hergebe oder das nicht unterbekomme. Ja, Beate, sehr schick. Herzchen kamen auch. So, ich packe mal meine Lampen auf die Seite und drehe euch wieder hoch. Die Lampe macht hier gleich einen Flug. Dreh euch wieder um. Schwupp, nicht erschrecken, da bin ich wieder. So. Darf schon anbauen. Da wird angebaut, genau. Also im Notfall wirklich anbauen, bevor wir da Nagelkram hergeben. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Ah, ich habe hier Rosentee. Ich liebe es. Ja, Rosentee. Wer den noch nicht kennt, so toll. So, ihr Süßen, also, falls ihr das letzte Live verpasst habt, weil da der Newsletter auch nicht ging, wie vermutlich heute auch, könnt ihr da nochmal reinschauen. Und ich glaube, der Rabattcode ist noch gültig. Ja, probiert's aus. Da ging es um die Farbe des Jahres. Die ist ja bekannt gegeben worden. Und wir haben zwei Kollektionen gemacht. Viva Magenta, Shellac und Gel-Kollektion. Also könnt ihr nochmal reingucken. Und ansonsten natürlich mit Nini24, hier oben steht er, gibt es natürlich 24% im Shop, falls ihr euch noch was gönnen wollt. Ich danke euch fürs Zuschauen und schön, dass ihr reingeschaut habt in mein Live. Ich bin am Dienstagvormittag wieder live für euch um 11 Uhr und da geht es rund ums Thema Pigmente und am Freitag verrate ich noch nicht, was so abgeht, weil das ist was Besonderes. Nächste Woche Freitag 20 Uhr bin ich wieder live. Und da schauen wir mal, da wird noch gar nichts verraten, weil ich will es spannend machen. Jessie hatte mein Manager gerade gesagt, da habe ich auch noch Platz zum Anbauen mit der zweiten Kommode. Wunderschönes Design, war toll. Vielen lieben Dank. Ich danke euch. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und Brigitte, gute Besserung, dass du bald wieder fit bist und hier auch wieder Nägel designen kannst. Das wünsche ich dir und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich knutsch euch und bis zum